in a revolving door. Jo Leute, willkommen zu einem nachkommentierten Video. Und zwar seht ihr im Hintergrund ein paar Mädchen-2-Aufnahmen, wo ich ein paar Mädchensteine gehauen habe. Kurz zur Info, ich bin im Roten Reich auf dem Server Pandora, auf D natürlich. Und die Situation sieht jetzt halt bei mir so aus. Ich habe zwar ein bisschen Yang gehabt, also ich hatte 17 Won, habe jetzt mittlerweile nur noch 10 Won, weil ich mir gerade ein Rasador versuche zu beschaffen. Hatte bis jetzt natürlich sehr viel Pech mit dem Pet-Typen, also hatte Pet-Typ 1 bis 4, aber halt nicht höher. Und mein Ziel ist jetzt einfach mal erstmal einen Rasador zu holen, dann eben meine Charmy zu leveln und Charmy und Snow White auf Stufe 100 zu bekommen, beide. Ich habe zwar einen 105er, aber ich habe ihn verkackt, und zwar hatte der damals Kampfrausch G8. Ich verwende niemals Kampfrausch tatsächlich, aber der hat Kampfrausch G8 gehabt, oder P, ich glaube sogar P hatte er. Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall hat mir dann jemand damals aus der Gilde geraten, so ja, setz ihn mal zurück und so. Und ich hätte zwar niemals machen sollen, weil der hat jetzt Aura 2 und ich werde die Aura da nicht so schnell hochlesen. Heißt, ich habe einen 105er Crab-Char, also wirklich Crab-Char. Da ist mein Snow White besser ausgestattet mit Aura P und Kampfrausch M8, M9, M7, ich weiß es gar nicht. Es geht auf jeden Fall voran, und ja, auf jeden Fall werde ich jetzt die Tage schauen, dass ich so an den Rasador rankomme und dass ich in naher Zukunft ohne Cashen das Reich wechsel wieder zu Blau zurück, weil im Roten Reich ist es halt recht leer, recht still, und ich kenne keine wirklichen Gilden. In der Gilde, in der ich damals war, die ist jetzt größtenteils auf Genesis jetzt, mit auch den ganzen Kollegen, mit denen ich gespielt habe, sind jetzt auf Genesis, und auf Genesis werde ich nicht wechseln, einfach nur weil ich, also der hat quasi einen Charakter rübergezogen und zieht sich da jetzt wieder massenweise Chars nach oben. Ich werde es nicht machen. Ich habe viel zu viele Chars hier auf Pandora. Also ja, natürlich auch, aber war egal. Und darf jetzt halt schauen, dass ich irgendwann wieder ins Blaue komme. Vielleicht eine Gilde suche oder vielleicht auch ein Solo-Spieler werde, mir eine Gilde für meine Chars erstelle. Und dass ich halt irgendwie selber zurechtkomme. Muss mir halt dann irgendwie alles beibringen. Ich war noch nicht auf der 95er Map, ich war hauptsächlich auf der 90er Map. Ich habe keine Ahnung, wie der Rasador geht, ich habe keine Ahnung, wie der Drache, also Beran Satu geht, wie der Nemere geht. Ich habe da komplett null Ahnung, ich werde mich da dann selber irgendwie rantasten müssen. Ich glaube, den Nemere will ich alleine sogar nicht mal packen, nicht mal mit sehr gutem Equipment. Da müsste ich mir sogar noch einen Ninja hochziehen. Ich werde schauen, wie ich es mache. Auf jeden Fall, mein erstes Ziel ist jetzt erstmal der Rasador. Rasador, wie auch immer, und dann eben das Reich wechseln, sobald die DR-Gutscheine billiger werden, weil 6 Won für 100 DR ist halt echt krass, zu meiner Zeit, ich glaube 80 Kark oder so, 100 DR, aber ja, es gab halt so einen Fehler, den die Gameforge zugelassen hat, und deshalb ist es so teuer geworden. Ansonsten halt werde ich halt schauen, dass ich mein Equipment verbessere und mich vielleicht auch bereit mache für den Rasador so Stück für Stück, soweit es halt geht, und eben die Charaktere auf 100 ziehen. Wird halt eine Weile dauern, bis sie 100 sind, und solange ich die halt dann leveln werde, ich werde nicht so viel Zeit dann wahrscheinlich immer dafür verwenden, aber es wird wahrscheinlich eine Weile dauern mit dem Leveln. Ich werde dann wie jetzt gerade auch solche einfach irgendwie Abschnitte machen, einfach irgendwie, wo ich halt über irgendwas labere, weil es fällt mir richtig gut, das. Und ja, so ist auf jeden Fall gerade die Mädchen-2-Situation. Mir hat zwar jemand in die Kommentare geschrieben, ich soll die eine Person anschreiben. Ich habe aber dann gegoogelt, in welchem Reich denn die Person ist. Und die Person ist im Blauen. Und ich bin leider im Blauen nicht so oft online zurzeit. Ich bin hauptsächlich auf Snow White online. Eben. Und der ist eben im Roten. Und wenn ich im Blauen bin, dann suche ich eben Rasador-Eier. Ich habe alle, gestern habe ich alle aufgekauft, also am 4.8. komplett Pandora leer, alle Reiche,
Heute auch wieder alles komplett leer wieder. Alle Rasadoreier aufgekauft. Ist ein bisschen schade, dass irgendwie recht wenige vorhanden sind, aber ich brauche auf jeden Fall unbedingt einen. Und sobald ich einen habe, will ich ihn dann sofort auch hochleveln und schauen, dass der eben so schnell wie möglich Berserker bekommt und die nötigen Skills generell, damit ich da auf jeden Fall ausgesorgt habe und da auf jeden Fall weniger Stress habe. Ich werde mich da auf jeden Fall reinhängen, dass ich einen Rasador bekomme. Ich fahre auch nebenbei auf der 90er Map die ganzen Steine da weg, bekomme ein paar Seensteile, Segis, Aura FB, Hosted KFB, so ein paar Sachen bekomme ich auf jeden Fall, mal fürs Kupfererz, für zukünftige Abvideos, Absachen, je nachdem. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Das Video ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger als gedacht. Ich hoffe, ich habe genug Materialien, Videoaufnahmen. Wenn nicht, werde ich noch ein paar machen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wollte euch nur einen kleinen Überblick geben über das, was zurzeit so bei mir abgeht und was ich halt in Zukunft vorhabe in Bezug Metin 2. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Snowy. Ciao.